Fuck, nicht die Lehrerin. Das ist nie gut, wenn man die Lehrerin haut. Genau deswegen. Grüße, liebe Gamer-Freunde, zurück an diesem Lego-Dienstag in der Winkelgasse mit Harry Potter, die Jahre 1 bis 4. Ja, wir haben den Hagrid dabei, damit man auch hier diese Mission zu zweit spielen kann. Und wir sind an einem nicht... Wow! Sehr schönen Ort. Wow, okay. Okay, diesem Ding nähern wir uns nicht mehr. Dafür können wir Luftballons aufpusten. Ein bisschen platzen. Offensichtlich. Wir kommen leider nicht dahinter. Wir müssten dafür diese unheimliche Truhe, die uns Hopsala zweimal gekillt hat. Leider. Ja, wir kommen ins Dots nicht ran. Das ist schade. Wir gehen erstmal hier hoch. Ja, es kann sein, dass ich ein paar andere Stats hatte als in der vorherigen Folge. Das liegt dann leider daran, dass ich nochmal bis hierhin spielen musste. Also seit Ron dann quasi die Sachen abgeholt hat. Und ja, deswegen. Okay, ach so. Leben die Fische? Oh, sie leben dann tatsächlich wieder. Sehr tapfere Fische. Ach, der Spiegel ist dafür da, damit wir sehen können. Ach, wie cool. Das checkt man ja gar nicht, damit wir sehen können, dass der Hagrid da was ziehen kann. Man sieht da oben irgendwie wieder. Man weiß nicht, ob wir diesem Gemälde helfen können. Diesen Menschen. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Was ist das? Ups. Was ist das? Kaputt. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich erstmal mit Hagrid. Wie ging das denn? So. Aber man sieht die auch gar nicht. Man sieht die tatsächlich nur im Spiegel. Das ist interessant. Was hat das gebracht? Oh, irgendwie gar nichts. Vielleicht kann ich mit Hagrid noch was machen, was ich übersehen habe. Der hat seine Armbrust nicht dabei. Können wir nochmal ziehen? Nein. Können wir nicht. Ah, sieh mal an. Okay. Jetzt können wir etwas zaubern, dass wir nicht sehen, wo wir es gezaubert haben. Können wir diesem Mister einem Schwert geben? Los, Kämpfzauberer! Und damit haben wir eine Schüssel. Und mit dieser Schüssel kommen wir aus diesem unheimlichen Ort raus. Wir haben leider den wahren Zauberer nicht geschafft. Wir gehen aber raus. Sein, wir können es hier noch schaffen. Man weiß es nicht. So. Einmal. Wow, unheimlich, unheimlich. Ganz viele Stats. Wow.
Ach, wir können dem Hagrid was basteln. Sieh mal an. Ja, nur starke Charaktere können das. Das ist richtig. Ich glaube nicht, dass wir damit was machen können. Das heißt, wir machen ziehen ihn mit diesem einen starken Charakter, den wir haben. Okay, wir gehen von diesen unheimlichen Puppen einfach mal weg. Wow! Geh weg, Spinne! Es ist nicht nett, die kaputt zu machen. Aber geh weg, Spinne! Okay, wie kommt man hier oben hier nicht dran? Das sieht man ein. Es ist ein bisschen gemein gemacht. Tatsächlich ist es sehr, sehr gemein gemacht, aber wir kommen da leider nicht dran. Weil wir. Es ist schön, dass wir die Treppe bauen können, sicherlich. Das ist ganz grandios. Aber wir können das Tor noch nicht öffnen. Es ist sehr gemein. Es ist sehr, sehr gemein. Sehr gemein. Und ja, wie ich diesen einen Stud hinterher renne. Ich weiß. Ach krass, Harry im Pullover gefunden. Nice. Damit kann man nichts anfangen. Tatsächlich braucht man in diesem Level Hagrid viel mehr, als man Harry wirklich gebrauchen könnte. Nichts gegen Harry. Harry braucht ja immer Hilfe. Oh no. Aha. Oder ist Ronalds Mutter auch noch gewesen? Oh, jetzt haben wir... Oh. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh! Oh, das ist so Macy. Das ist so unheimlich. Wow, ich hoffe, das fixt sich gleich wieder. Das ist ja mal... übertrieben unheimlich. Das ist ja sau unheimlich. Okay, wir haben einen Grafikbug. Wir waren den Zauberer nicht geschafft. Und wir kriegen die Schriften und alles gerade nicht angezeigt. Also ist ja, das hatte ich ja noch nie bei dem Spiel. Das ist ja super unheimlich. Super unheimlich. Ich drück mal. Oh, das war jetzt nicht dumm. Das war jetzt dumm. Ich habe jetzt mal auf Weiter gedrückt. Ja. Ich starte das Spiel gleich mal sofort neu. Sobald diese Sequenz zu Ende ist. Auch, ja, wir können nur vermuten, was hier passiert. Auf jeden Fall, Ronald und Harry kommen nicht durch und nehmen das Auto. Es ist super abgespaced mit diesem Graphic Failure. Und ja, deswegen. Und Verfahren haben sie sich auch noch. Also so viel dazu, dass Frauen keine Karten lesen können. Männer können es anscheinend auch nicht. Ronald hat gar kein Gesicht mehr. Vor allem dieses Prisma, das macht einen ja so wahnsinnig. Die gemeine Weide. Ich weiß nicht genau, wie die Weide heißt. Aber das Auto hat auch keinen Bock mehr auf uns. Verständlich, wenn man so schrecklich fährt. Oder beziehungsweise, wenn man so schrecklich aussieht. Ja, das ist eine sehr interessante Sequenz. Sie ist sehr tiefgründig. Sehr tiefgründig. Liebe Freunde, wir starten das Spiel einmal neu, weil das ist ein bisschen abfuckt. Bis gleich. So, Sequenz jetzt einmal in schön noch. Ich weiß nicht, was es war. Es war auf jeden Fall unheimlich. Es war sehr unheimlich. Es sieht jetzt auch definitiv besser aus. Man hat nicht direkt so, oh mein Gott, was geht hier ab? Momente. Ich hatte diesen Bug auch bis dato noch nicht bei dem Spiel.
Oh nein, der Zauberstab ist broken. Das haben wir zum Beispiel gerade gar nicht gesehen. Wie sieht das denn jetzt aus, wenn ich zaubere? Normal. Ja, schade. Oh, ich stecke an... Ich bleibe an Blumen hängen. Das ist ein Teil von Hogwarts, den wir bis dato noch gar nicht gesehen haben im Spiel. Kann man diese Dinger hier nicht kaputt... Aua. Also man merkt schon, die Leute werden jetzt... Oh, sind nicht mehr so nett zu einem. Die hauen dich jetzt, auch wenn du denen auf den Sack gehst. Leider. Also das sind kaputte Blumen, ne? Die... Ach so. Ob wir einen Vielsafttrank hier brauen können? Oh, der Mensch, der Ravenclaw-Schüler, der stört sich gar nicht daran. Da oben ist ein Schüler. Wie wir da dran kommen, weiß ich gerade nicht. Vielleicht auch gar nicht. Hier sind ein paar Skelette. Warum auch immer. Und die können wir jetzt zusammenbauen. Mit dem richtigen Zauberspruch. Aber es ist doch noch gar nicht Halloween-Zeit. Entschuldigung. Ich habe sein Spiel jetzt ein bisschen gestört, aber... Oh, 1 von 10, okay. 1 von 10, 1 von 4 stand doch da. 1 von 10, 1 von 10! Die Rappelkiste können wir nichts mitmachen. Es ist ja schön, dass ich da was aufheben kann. Anscheinend ja auch vielen. Ah, da ist der Topf. Siehst du, das wollte ich wissen. Das wollte ich doch nur wissen. Wow, was habe ich jetzt getan? Ach, der saugt jetzt diese Pflanzen auf, die mich stören. Aber okay. Ach, das ist ja quasi ein magischer Komposthaufen um den nächsten. Also es stand tatsächlich 1 von 10 da, ne? Stand tatsächlich 1 von 10 da. Also 2 von 10 dann in so gesehen. 4 von 10. Hey, ich habe doch einen von den beiden habe ich noch nicht gemacht. Oder doch? Irritiert ein bisschen. Wow! Gut, dass sie mich jetzt nicht auch angegriffen hat, sonst hätte ich mich sehr erschrocken. So, jetzt müssten wir doch alles für einen Vielsafttrank haben. Und jetzt können wir stark werden. Und wo war jetzt die Kette, woran wir hätten ziehen müssen? Da. Ach, wir haben die Tür jetzt damit aufgemacht. Ach, wir hätten das eh machen müssen. Okay. Oh, oh, Hermine ist direkt weggefahren worden. Oh, wir haben es geschafft. Wie schön. Dann habe ich doch anscheinend den einen schon getroffen. Aber ich war mir wirklich nicht sicher. Bumm.
Angelina Jones Name erhalten. Der Angelina. So, und damit haben wir auch das gemacht. Und ich würde sagen, wir haben erstmal alles geschafft, weil es gibt keinen Besen. Deswegen wüsste ich nicht, wie man da hochkommt. Und wir können ja noch nicht alles... So. Wir können ja noch nicht alles, ja, zumachen, aufmachen, zumachen, aufmachen, aufmachen, zu, aufmachen. Diesen Ort kennen wir allerdings wieder. Wir können noch nicht alles aufmachen. Zum Beispiel diese Schatztruhe, die da, aber die könnten wir noch nicht aufmachen. Und wieso gibt es die Allrounder da wieder? Warum pflanzt du diese gefährlichen Mistdinger denn schon wieder an? Die Frau ist ja lebensmüde, aber was bringt sie uns bei? Man weiß es nicht. Okay, Harry ist mal wieder sehr aufmerksam. Au. So bin ich morgens übrigens, wenn ich aufstehen muss und nicht möchte. Huch, jetzt hatten wir ein kleines Leck. Kleines Leck. Einen kleinen Leck. Oh Gott. Da schreit uns was an. Und da oben ist ein goldener Stein. Wie wir da rankommen, wissen wir noch nicht. Aber wir gehen erstmal in den Kleidungsschrank. Plopp. Kann ich die damit ärgern? Ah, guck mal, der kann Glas damit kaputt machen. Aber wir müssen erstmal... Es ist ein neues Lehrjahr und wir müssen erstmal alles kaputt machen. Aber viel... Interessanter ist für mich dieser goldene Stein, um ehrlich zu sein. Oh, fuck mich die Lehrerin. Das ist nie gut, wenn man die Lehrerin haut. Genau deswegen. Hermine macht auch einmal kaputt. Ist okay. Alles scheiße. Ja, die kommen auch langsam in die Pubertät. Ja, da müssen die rebellieren, das stimmt wohl. So, ich mache jetzt mal so wieder die Nebensachen, um die kleinen Babys hier, die dann rumrollen, wenn du denen zu nahe kommst. Und die kümmern wir uns später. Wie gesagt, es ist unsere Rebellionsphase. Wir müssen das tun. Wir können uns dem nicht widersetzen. Ich drücke aber einfach gerade nur eine Taste tatsächlich. Und es fliegen überall Stats her. Überall kommen sie her. Das ist doch ein blauer Stat. Dankeschön. Es geht immer noch. Ist ja geil. Warum propellert das jetzt? Hat das einen höheren Sinn? Oder das da oben? Da ist ein verdammter Stat hinter dem. Vielleicht deswegen. Das haben wir ja schon gemacht, aber... Ab und zu bringt es auch zwei Sachen. Da oben ist noch was. Nämlich ein blauer Stat.
So, diesen blauen Stud wollte ich auch noch haben. Okay, können wir diese Blasendinger nicht kaputt machen? Okay, was habe ich da released? Oh Gott. Reparieren können wir es nicht mehr. Okay. Na gut, ich glaube, wir nehmen jetzt mal die letzten Allrauen. Ach, guck. Ach. Mit dem machen wir das kaputt. So funktioniert das. Oh, jetzt habe ich eine vergessen. Man hört so viel Propellergeräusche gerade. Ich verstehe gar nicht, warum. So. Yeah, Umgang mit Allraun freigeschaltet. Ich verstehe nicht, wozu dieser Propeller da ist. Hat das einen Sinn? Und auch das hier, was haben wir hier gebaut? Man weiß es nicht. Es ist unheimlich. Wir gehen raus. So. Ich fürchte, hier haben wir schon alles gemacht. Das heißt, ich fürchte, es ist auch dann eigentlich relativ gut, weil man kann dann einfach quasi hier durchlaufen, relativ. Wer denn die Allrauen? Was haben Allrauen eigentlich für eine Funktion? Außer nur doof rumzuschreien. Ich möchte eine Sache einmal ausprobieren. Das würde mich mal interessieren, ob das geht, wo ich es gerade so sehe. Oh, hier sind Stats. Nice. Ich wollte eigentlich nur mal wissen. Okay, man kommt hier nicht rüber. Hätte mich mir echt interessiert. Aber warum kann man denn jetzt die Stats sammeln dadurch? Kann man hier noch was sammeln? Außer Stats? Also gibt es hier irgendwie einen Schüler? Ist ja eigenartig. Achso. Wir müssen jetzt quasi hier rüber, um dann hier durchzukommen. Ja, um aus diesem Level quasi rauszukommen. Ist okay. Nur gut. Ich wollte jetzt auch nicht fliegen. Man hat auch richtig gesehen, yeah, ich habe richtig Spaß gerade zu fliegen. Und gleich geht's wieder zum Quidditch dann bestimmt. Dann weine ich. Nein, Quatsch. Können wir eigentlich alle Leute damit verscheuchen? Nein. Was machen eigentlich diese Hufflepuff-Umhängemenschen da? Sollen das Vertrauen? Ah, ne, wir haben alle Umhänge. Aber warum die gelbe Umhänge? Sind es doch Vertrauensschüler? Yeah, wir sind der Held. Wir können uns Kopfhörer aufziehen. Und mit Hilfe diesen Kopfhörern dann Allrauen umgehen. Ihr hört schon ein bisschen die Kritik in meiner Stimme hoffentlich, ne? Tendenziell müssen wir doch bestimmt hier hin. Wow, haben wir nicht aufgeräumt? Achso. Achso, das war die Treppe, stimmt. Ich entsinne mich. Dem Ganzen. Der guckt richtig traurig, dass sie nicht mehr kämpfen können. Guck, guck, wie traurig er jetzt guckt. Oh. Hä? Oh nein, dieser Stalker. The Stalker Boy is there. Gott, jetzt läuft mir dieses Stalker-Kind hinterher. Wohin müssen wir denn jetzt? Hm? Ich meine, wir kommen hier tatsächlich mal hoch. Ich glaube, das sind wir beim letzten Mal nicht. Aber, Nick, wohin müssen wir? Hier hoch. Und das nahe Raune. Ja, das nahe Raune im Weg. Das heißt, wir müssen noch in den Schrank hier rein. Was hat er denn jetzt gemacht? Er springt einfach so hoch. Cool. Ich habe ein bisschen Angst im Hausmeister gerade hinterher zu laufen. Ich mag den nicht. Achso. Wiu!
Das war äußerst eigenartig. Was ist hiermit? Gar nichts, damit können wir noch nichts machen. Dann. Haben wir noch das hier? Ah ja, 5 von 8, guck mal. Das ist sau eigenartig, was hier gerade passiert, weil ich habe es. Es ist ja allbekannt bekannt, hoffentlich von euch. Das ist dieses Spiel ja schon mal 6 von 8. Das habe ich auch nicht gemacht. Dass ich dieses Spiel ja schon mal gespielt habe. Und es ging tatsächlich gar nicht, das, was ich gerade gemacht habe. 7 von 8. Hä? Okay, wir haben uns einen Weg durchgebahnt. Aber es ging tatsächlich. Es ist ganz eigenartig, weil als ich das gespielt hatte. Vorher konnten wir nicht noch nicht hier hoch. Wir mussten erst was anderes machen. Und das irritiert mich jetzt, dass das jetzt funktioniert. Weil ich bin davon ausgegangen, ich müsste jetzt erstmal eigentlich das andere machen. So, jetzt haben wir Hannah Abbott freigeschaltet. Geh doch mal weg. Oh nein, wir hätten diesen Wassertank noch kaputt machen können. Verdammt, ich habe nicht aufgepasst. So. So, wir sind ja clever und auch faul. Wir bewegen uns bestimmt nicht nochmal runter. So. Wohin muss das denn? Muss das hier? Jo. Das sieht nach so einem Teil aus. Der Junge ist ein bisschen penetrant. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. So. Ich wünschte, ich könnte einen 1000-Teile-Puzzleteil so schnell machen, wie ich das hier gerade mache. Aber ich bezweifle es und ich finde dieses Logo so hässlich und ich verstehe nicht, warum? Warum machen wir das? Ich weiß es nicht. So, bevor wir jetzt hier wirklich reingehen, würde mich das echt interessieren, warum wir nicht hier zwangsweise reingekommen sind. Also, was hinter dieser Tür ist. Oh, doch. Sehr sympathisch, der Mensch. Sehr sympathisch. So, Harry ist dran. War auch hier. Und das meine ich nämlich, eigentlich musste man, also es war zumindest, als ich das mit meinem Ex-Freund gespielt hatte, dass man eben... Dass man eben erst in diesen Raum rein musste, bevor man überhaupt zu dem anderen, also der Hauptgeschichte quasi folgen konnte. Deswegen bin ich auch echt ein bisschen irritiert über die ganze Geschichte gerade. So, wir machen ein bisschen Licht. Befreien Fledermäuse, weil wir es können. Mensch, jetzt steht die Tante so im Weg, dass ich das nicht... Toll. Oh Mensch. Das ist ein bisschen schwierig alleine, das so zu koordinieren. Nein. Naja, wenigstens lässt sich die Frau nicht stören davon, dass wir sie die ganze Zeit schlagen. Kann doch nicht sein, dass wir... Mensch. Ach, dann lassen wir den Blondstadt. Es ist ein bisschen schwierig alleine. Ups. Wir dürfen nicht so in den Bereich da reinkommen. Weil sonst werden wir geschlagen.
Wir wollen nicht geschlagen werden. Liebe Freunde, die Folge ist trotzdem vorbei. Trotz nicht geschlagen wollen. Warum haben die alle Kopfständer? Kopfständer vor allen Dingen. Oder? Ich weiß es nicht. Wiiu! Liebe Freunde, auf jeden Fall, die Folge ist vorbei. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.